Freunde, eine Woche Bremerhaven. Unsere erste öffentliche Ausstellung geht zu Ende. Das war eine Sensation. Na, zugegebenermaßen angemalt haben sie sich nicht alle lassen. Aber ich glaube, wir haben die so viel, haben wir inspiriert. Das ist, ja, die gucken in die Gesichter und wissen, Klimawandel ist doch noch nicht durch. Das ist nicht durch. Lass euch nichts erzählen. Das ist wirklich wichtig, ob das dann, ach, super. Also ich bin froh. Vor allem haben wir eine professionelle Ausstellung gemacht. Ich bin ganz glücklich. Und eins kann ich dir sagen, euch sagen. Der Eisbär ist nicht wieder aufgetaucht. Das ist ein super Zeichen. Das ist ein super, der geht raus und inspiriert. Der sucht einen zum Inspirieren. Der nimmt das ernst. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, die sich nicht haben anmalen lassen, das ernst nehmen. Das glaube ich wirklich. Jetzt quatsch nicht dazwischen. Das ist mein Take hier. Es war toll. Es war einfach the green path. Also ich bin ganz, ganz glücklich. Oh, jetzt hört er auf. Was denn? Wen soll denn der Eisbär inspirieren? Der ist aus Pappe. Der hat sein Essen auf dem Bauch gemacht. Das ist völlig egal, Menschen. Du kannst doch die Leute nicht für blöd verkaufen. Warum für blöd verkaufen? Was heißt hier für blöd verkaufen? Der geht raus, inspiriert einen. Der sucht Leute. Eisbär, weißt du, wie mir diese ganze Nummer auf den Keks geht? Wir können die ganze Kulisse hier abbauen. Wir sind seit einer Woche hier. Ich bin nach Hause. Und ich habe eigentlich auch keine Lust mehr. Ohne Scheiß. Ach komm, du bist total negativ. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Das ist durch. Ich meine, wir haben uns gesagt. Wir haben uns wirklich gesagt, dass wir die Leute inspirieren wollen. Und deswegen machen wir das seit zwei Jahren. Inspirier mal Leute. Hier einfach so ein Mist. Nee, inspirier Leute. Wirklich. Human, du erzählst sowieso mal. Nein, das ist langsam nervig. Ach komm, hör doch auf.